Namaste, schön, dass du da bist. Heute kümmern wir uns um unser Solarplexus-Chakra. Letztes Mal hatten wir das Sakralchakra. Wir werden Drehungen und Seitbeugen heute im Fokus haben. Ein ausgeglichenes Manipura-Chakra hilft dir, dass du besser schlafen kannst, verbessert dein Nervenkostüm, auch nicht schlecht in der jetzigen Zeit. Genau, und stärkt dein Selbstbewusstsein. Du darfst auf die Matte. Wenn du vielleicht einen Yoga-Gurt hast, dann holst du den noch schnell oder einen Schal. Vielleicht brauchst du den nachher für eine Balanceübung. Und dann darfst du hier auf die Knie. Wenn du Probleme in den Knien hast, dann kannst du hier gerne ein Kissen in die Kniekehle hineinlegen, oder wenn es gar nicht geht, natürlich kannst du dich dann auch auf den Rücken legen und deine Beine aufstellen. Wir senken den Kopf, die Arme kannst du gerne nach hinten zu den Füßen nehmen. Meine Knie sind jetzt hier geschlossen, deine können aber auch gerne geöffnet sein. Dann hat der Bauch ein bisschen mehr Platz. Die Arme kannst du natürlich auch hier neben den Kopf platzieren oder nach vorne ausstrecken. Probier einfach aus, was dir jetzt im Moment gut tut und wo dein Körper dir signalisiert, dass es jetzt, dass du dich in der Position wohlfühlst und einige Atemzüge dort bleiben kannst. Schließe am besten deine Augen. Und leite deine Atmung durch deine Nase ein. Und durch deine Nase aus. Versuch, hier bei dir zu bleiben, auf deiner Matte. Wenn störende Geräusche da sind, versuchst du, sie auszublenden. Das gelingt nicht immer. Atemzug, bleibst du noch hier und dann streckst du deine Arme ganz weit nach vorne aus, die Stirn bleibt noch auf der Matte und du gehst einatmend mit den Händen auf die rechte Seite, ausatmen, die Stirn Richtung Matte entspannen.
und komm über die Mitte auf die andere Seite. Die Stirn wieder ablegen. Versuch in deinem Rhythmus weiter zu atmen. Nicht die Luft anzuhalten. Komm zur Mitte und von hier aus in den Vierfüßlerstand. Platziere deine Hände unter die Schultern und die Knie unter die Hüfte. Und erstmal den Rücken ganz rund machen in die Katze. Und dann wieder lang strecken. Blick nach oben. Ausatmen. Und einatmen. Genau. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Dann kommst du wieder in die neutrale Position, die Füße umstellen und in den herabschauenden Hund. Genieß die Dehnung der Beinrückseite, die Streckung. Mit den Fersen hier auf und ab gehen. Komm in den Vierfüßlerstand zurück. Ausatmen in den herabschauenden Hund. Einatmen in den Vierfüßlerstand. Wir machen das dreimal. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Letztes Mal ausatmen. Schau nach vorne. Komm in zwei oder mehreren Schritten nach vorne. In den langen Rücken einatmen. Platziere die Hände ans Schienbein oder auf die Matte. Und ausatmen in die Vorbeuge. Dann schaust du nach vorne. Kommst in den Berg. Ausatmen. Samastiti. Genau, sehr gut. Komm ins vordere Drittel der Matte. Wir beginnen gleich mit dem Sonnengruß. Die erste Runde machen wir erstmal ganz gemütlich. Einatmen. Ausatmen in die Vorbeuge. Ein in den langen Rücken. Zieh hier die Schulterblätter unbedingt nach hinten. Kurz prüfen, ist mein Rücken wirklich gerade? Die Hände können auch die ersten Male gerne hier am Schienbein abgelegt werden. Dann komm in dein Brett. Zieh hier unbedingt die Fersen nach hinten. Drück deine Hände in die Matte. Wenn es wieder nicht geht mit dem Handgelenk, kannst du jederzeit hier auf die Unterarme zurückkommen.
von hier aus die Knie ablegen. Komm in dein Chaturanga Dandasana. Brust und Kinn als erstes auf die Matte. Einatmen in die Cobra oder Baby-Cobra. Und dann Füße umstellen. Und in Adho Mukha Svanasana den herabschauenden Hund. Auch wieder hier den Nacken lösen. Da ist oft immer ganz viel Spannung. Dann schaust du wieder nach vorne. Komm zu den Händen in den langen Rücken. Ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen in den Berg. Ausatmen Samasthiti. Komm in den Sonnengruß A. Ausatmen. Ein in den langen Rücken. Chaturanga Dandasana, ausatmen. Einatmen in die Kobra oder du kommst in den heraufschauenden Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Du kannst immer im Hund mit den Fersen auf und ab gehen. Oder gleichzeitig anheben. Noch einen Atemzug. Schau wieder vor, komm zu den Händen. Einatmen in den langen Rücken. Ausatmen, loslassen. Komm in den Berg. Ausatmen, Samasthiti. Sehr gut. Und gemeinsam gehen wir in den Berg. Von hier aus in die Vorbeuge. In den langen Rücken. Ein Chaturanga Dandasana. Ausatmen. In die Kobra oder in den heraufschauenden Hund. Ausatmen. Herabschauend. Löst deinen Nacken. Dann schaust du wieder nach vorne, komm zu deinen Händen, einatmen in den langen Rücken, ausatmen in die Vorbeuge hier, löst deinen Nacken in den Berg und Samasthiti, ausatmen. Ich versuche jetzt gar nicht so viel zu sprechen. Geh einfach in deinen eigenen Flow durch den Sonnengruß. Im Hund bleiben wir ein paar Atemzüge. Auch wenn du für dich übst, zu Hause. Ohne Anleitung, am besten immer 5 Atemzüge in einer Position bleiben. Das sind ungefähr 30 Sekunden. So
kann sich der Muskel, die Bänder und die Sehnen schön an die Halteposition gewöhnen. Dann schaust du wieder nach vorne, komm zu deinen Händen, einatmen in den langen Rücken, ausatmen, komm in den Berg, ausatmen, Samasthiti. Wir gehen nochmal einatmen. Aus in die Vorbeuge. Ein in den langen Rücken. Chaturanga Dandasana. Einatmen. Ausatmen in die Vorbeuge. Löst den Nacken. Dein Uddiyana Bandha aktiv, deine Bauchspannung, das heißt, du ziehst deinen Bauchnabel nach innen und nach oben. Und ein Atemzug noch, dann kommst du nach vorne zu den Händen. Einatmen, langer Rücken, Schulterblätter nach hinten ziehen, in die Vorbeuge aus, komm in den Berg, Blick nach oben, ausatmen, Samasthiti, einatmen, aus, ein in den langen Rücken, Chaturanga Dandasana, aus. Oder den Heraufschauenden. Ausatmen, herabschauen, sehr gut. Die Finger weit fächern, auch die Fingerkuppen drücken in die Matte. Das entlastet dein Handgelenk noch zusätzlich. Schaust du wieder vor, komm zu den Händen, einatmen, langer Rücken, in die Vorbeuge aus, einatmen, streck dich nach oben, sehr gut, ausatmen, gut, okay. Wir gehen in den Flow. Heute der Sonnenkrieger und der Seitstütz mit Variation zum einbeinigen Seitstütz. Genau. Da zeige ich nachher noch die Variation, wenn wir an die Stelle kommen. Du atmest wieder ein. Du musst die Arme noch kurz zu den Armen. Genau. Du darfst die Arme wieder sinken lassen. Noch kurz zu den Armen. Wir gehen ja immer über die Seite, weil wir hier schön viel Platz haben. Du kannst natürlich auch über vorne gehen, die Hände hier in Namaste schließen und dann natürlich so in die Vorbeuge gehen. Das darfst du machen, wie es für dich, wie sich es für dich am besten anfühlt. Entweder hier ausatmen oder du gehst über die Seite und dann die Arme wieder über die Seite zurück oder hier über die Seite und dann hier nach unten. Das darfst du machen, wie du das möchtest. Genau, das wollte ich noch kurz sagen. Ist mir gerade noch eingefallen. Dann schließt du die Füße wieder und atmest wieder ein und ausatmen. In die Vorbeuge.
Schultern in den langen Rücken, denk an deine Schulterblätter und komm in dein Chaturanga Dandasana. Ausatmen. In die Kobra oder den heraufschauenden Hund. Ausatmen. Herabschaut. Sehr gut. Dann gehen wir in den Leg Lift auf die rechte Seite. Das heißt, du hebst deinen rechten Fuß so weit es geht. Und dann holst du den Fuß zu den Händen. Lässt das vordere Bein schön gebeugt. Und der linke Arm geht zuerst nach hinten. Die Arme öffnen wie ein Fächer. Rechter Arm zeigt nach oben zur Decke. Und der linke Arm, ich gehe kurz zum André. Der linke Arm zieht hier nach unten und der rechte Arm zieht hier nach oben und du schaust in deine rechte Handfläche und vorderes Bein bleibt natürlich schön gebeugt und die Außenkanten von beiden Füßen drückst du natürlich auch fest in die Matte. Von hier aus vorderer Arm sinkt, der hintere Arm steigt, dann hast du wieder die Hände platziert. Komm hier zurück in den herabschauenden Hund. Ausatmen. Linke Seite, Leg Lift, Bein weit nach oben. Hol den Fuß nach vorne. Lass das vordere Bein gebeugt, die hintere Ferse eindrehen. Rechter Arm geht voraus. Schön nach oben, genau. Der rechte Arm zieht runter, sehr gut. Ich bin mir sicher, das sieht bei allen wunderbar aus. Und dann den vorderen Arm wieder sinken lassen und wieder in den herabschauenden Hund ausatmen. Dann schaust du wieder nach vorne, komm zu den Händen, einatmen, langer Rücken, in die Vorbeuge aus, einatmen, ausatmen, Samasthiti, gut. In der nächsten Runde nehmen wir den Seitstütz dazu, einatmen. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Ein in die Kobra oder heraufschauen. Ausatmen. Herabschaut. Sehr schön. Leg Lift rechte Seite. Einatmen. Hol deinen Fuß wieder nach vorne aus. Komm in den Krieger 2 Reverse oder Sonnenkrieger. Ausatmen, platziere die Hände. Jetzt geht der rechte Fuß zurück und der linke Arm bleibt auf der Matte. Und du streckst den rechten Arm nach oben zur Decke. Wenn es zu viel wird, kannst du hier den linken Unterschenkel natürlich auch ablegen. Ich drehe mich einmal zur Seite. Genau, dann bist du hier. Oder den Unterschenkel ablegen oder die einbeinige Seitbeuge. Ja? Entweder bleibst du hier den rechten Fuß wie im Baum auf das linke Bein abstellen. Genau, so reicht es natürlich auch. Oder einfach hier gestreckt bleiben. Dann langsam wieder über hinten zurück. Und in den herabschauenden Hund ausatmen. Leg Lift linke Seite einatmen. Hol deinen Fuß nach vorne aus. Der rechte Arm geht als erstes in den Sonnenkrieger. Öffne dein Herz. Ausatmen. Die Hände platzieren den linken Fuß zurück. Entweder Unterschenkel abstellen, gerade bleiben oder hier
den linken Fuß anbeugen, dass der Fuß entweder auf der Wade oder beim Oberschenkel aufliegt. Dann wieder über hinten zurück und in den herabschauenden Hund ausatmen. Sehr gut. Wenn du den einbeinigen Seitstütz versuchst, dann merkst du gleich, dass das ganz schön wackelige Angelegenheit ist. Nichts erzwingen. Wenn es sich nicht gut anfühlt, dann nimmst du einfach die andere Variation. Mit Unterschenkel auf der Matte, beiden Beinen lang oder die einbeinige. Du schaust wieder vor, kommst zu den Händen, eine den langen Rücken, in die Vorbeuge aus, komm in den Berg, ausatmen, Samasthiti, genau, einatmen, ausatmen, eine den langen Rücken, Chaturanga Dandasana aus. Ein in die Kobra oder in den heraufschauenden Hund. Ausatmen. Herabschaut. Sehr schön. Leg lift rechte Seite ein. Hol deinen Fuß nach vorne aus. Komm in den Sonnenkrieger. Einatmen. Ausatmen. Platziere die Hände. Einatmen. In den Stütz. Ausatmen in den herabschauenden Hund. Leg lift linke Seite ein. Ausatmen, hol den Fuß nach vorne. Die rechte Ferse eindrehen. Einatmen. Ausatmen. Platziere die Hände. Lass den rechten Arm auf der Matte. Komm in den Stütz. Und dann wieder in den herabschauenden Hund. Ausatmen. Sehr gut. Denk dran, du kannst immer auch auf die Unterarme im herabschauenden Hund. Dann schaust du wieder nach vorne. Komm zu den Händen. Ein in den langen Rücken, in die Vorbeuge ausatmen, einatmen in den Berg, Samasthiti aus. Sehr gut. Wir gehen noch zweimal den Flow durch. Versuch, deine Bauchspannung aktiv zu lassen und deinen Beckenboden auch nicht vergessen. Und du atmest ein. Streck dich hier lang. Ausatmen. In den langen Rücken. Chaturanga Dandasana aus. Einatmen. Ausatmen. Herabschauend. Leg lift rechte Seite ein. Hol den Fuß vor aus. Einatmen, Krieger 1. Krieger 1. In Sonnenkrieger, Entschuldigung. Ausatmen. Und komm in den Seitstütz deiner Wahl. Einatmen. Und mit der Ausatmen in Adho Mukha Svanasana. Leg lift linke Seite. Hol deinen Fuß nach vorne und komme in Krieger 2 Reverse. Ausatmen. Rechter Arm drückt in die Matte. Platziere die Hand und ausatmen. Löst deinen Nacken.
Fersen auch gerne auf und ab gehen, wenn du das möchtest. Schau nach vorne, komm wieder zu den Händen. Einatmen in den langen Rücken, in die Vorbeuge. Komm in den Berg. Ausatmen, Samasthiti. Sehr gut. Okay. Öffne dein linkes Bein ein bisschen nach hinten. Und die Arme seitlich ausstrecken. Genau, ich drehe mich hier einmal zur Seite. Dein rechter Fuß zeigt nach vorne. Die linken Zehen zeigen ungefähr auf 11 Uhr. Das heißt, wenn du hier neben deinem rechten Fuß eine Uhr hast, zeigen deine linken Zehen auf 11 Uhr. Deine Hüfte bleibt an der Seite. Du gehst erst in die Dehnung nach vorne und dann platzierst du den rechten Arm da, wo es die Dehnung zulässt, und den linken Arm nach oben zur Decke. Du kannst natürlich auch, wenn du gut gedehnt bist, hier vor dem Fuß oder vielleicht auch hinter dem Fuß, oder wenn du einen Yoga-Block hast, dann kannst du den hier abstellen und hier einfach den als Hilfe benutzen. Und du schaust in deine linke Hand. Wenn das nicht geht, schaust du geradeaus oder nach unten zu deiner rechten Hand. Schaust du wieder nach unten und kommst langsam nach oben, wechselst einmal die Fußspitzen, kommst erst in die Dehnung und dann platzierst du den Arm auf der Seite, wo es für dich in Ordnung ist, und dann schaust du Richtung rechte Hand. Auch hier versuchen, nicht die Luft anzuhalten, sondern gleichmäßig weiter zu atmen. Dann schaust du nach unten, kommst hier nach oben und wieder nach vorne zur Matte. Sehr gut. Wir gehen in eine kleine Balanceübung. Der André macht die einfachere Variante. Gedrehte Hand-Fuß-Pose oder hier einmal das Knie fassen, das rechte Knie ist oben, mit der linken Hand festhalten. Natürlich kannst du auch hier dein Seil, dein Gurt nehmen und hier einfach nach oben ziehen und den rechten Arm nach hinten strecken. Wenn du einen Gurt hast oder ein Seil, dann kannst du dein vorderes Bein auch lang strecken oder vielleicht kommst du sogar mit deiner Hand zu deinem Fuß. Noch einen Atemzug und noch einen. Vielleicht machen wir noch einen.
Sehr gut. Dreh dich wieder zur Mitte. Einmal das Knie nach oben ziehen und beide Beine beugen. Sehr gut. Auf der anderen Seite wieder genau dasselbe. Mit Gurt oder ohne Gurt. Mit gebeugten Beinen oder ohne. Spür deinen Nabel. Too bold to grab hold of the gold. Noch ein Atemzug. And I am getting old. Und noch einen. And you are getting old. Und dann drehst du dich wieder zur Mitte. Einmal hier ranziehen. Und beugen. Sehr gut. Wir gehen über den Sonnengruß auf die Matte in den Sitz. Einatmen. Chaturanga Dandasana. Einatmen. Ausatmen. Bleib hier noch 5 Atemzüge. Einatmen. Ausatmen. 1. Einatmen. Ausatmen. 2. Einatmen. Einatmen. 4. Einatmen. 5. Sehr gut. Dann schau zu den Händen. Kreuz deine Füße und komm auf die Matte in den Sitz. Genau. Wir krätschen die Beine genau so weit du kannst. Du darfst wieder genau deinen Gurt nehmen. Genau, wir gehen in eine Seitbeuge, der André, genau, sehr gut, einmal den Gurt um den Fuß, dann ist es wirklich viel einfacher, wenn du nicht gut zu deinem Fuß kommst, ja, mit der rechten Hand zu den Zehen und den linken Arm versuchst du hier nach oben zu strecken, genau, sehr gut, und hier vorne den Fuß nicht vergessen, danke, genau. Und du versuchst dich auch hier zur Seite zu öffnen. Und der Gurt hilft dir dabei, ein bisschen mehr Spannung in die Bewegung zu bringen. Atmen, nicht die Luft anhalten. Komm nach oben. Lass die Arme an der Seite. Vielleicht wechselst du den Gurt. Lass die Beine in der Grätsche. Genau, dann langsam. Genau, wenn du kurz eine Pause brauchst zum Ausschütteln, vielleicht kann es sein, dass du Krampf bekommst. Und dann gehen wir auf die andere Seite.
Vielleicht schaffst du es mit den ersten drei Fingern, den großen Zeh zu fassen und dich dann hier in die Dehnung einzulassen. Vielleicht klappt die Seite besser, vielleicht aber auch nicht. Das macht nichts. Und dann kommst du langsam wieder zur Mitte. Genau, super. Dann darfst du dich auf den Rücken ablegen. Genau. Wir gehen in eine Streckung erstmal, die Arme und Beine lang strecken. Ah, wie schön, liegen. Dann darfst du die Arme über den Kopf lang strecken. Und dann gehen wir in eine, wie in eine Banane. Das heißt, Arme und Füße versuchen zueinander zu kommen. Ja? Einfach hier in wie die Form von einer Banane. Genau. Versuch dich hier lang zu strecken. Auch deine Bauchmuskulatur arbeitet hier. Versuch nämlich hier zueinander die Spannung aufrecht zu halten. Nicht einfach nur entspannt in dieser Position bleiben, sondern mit Spannung arbeiten, mit Widerstand. Komm wieder in die Mitte und auf die andere Seite. Zur Mitte. Sehr gut. Wir gehen in den Schulterstand, lösen über den Pflug auf und kommen dann in den Fisch. Ich drehe mich wieder um, die Beine aufstellen. Wenn du Probleme im Nacken hast, dann natürlich nur die Beine in die halbe Kerze nach oben bringen. Ansonsten einmal mit Schwung das Gesäß nach oben und dann nacheinander die Beine lang strecken. Dann nacheinander die Beine hinter den Kopf sinken lassen und Wirbel für Wirbel abrollen. Bis der Rücken wieder auf der Matte aufliegt. Die flachen Hände unter das Gesäß platzieren. Beine lang strecken,
drück dich nach oben, wie wenn du zum Sitz kommen möchtest. Und dann legst du deinen Kopf am Scheitel auf die Matte in den Fisch. Und langsam lösen, die Hände befreien, wenn dir kühl ist, wenn du schnell frierst, dann darfst du dir natürlich etwas anziehen oder dich mit einer gemütlichen Decke zudecken, deine Handflächen zeigen nach oben zur Decke. Beine entspannen sich aus der Hüfte heraus. Die Augen sind sanft geschlossen. Du darfst mal beide Hände in die Nabelgegend auf den Bauchraum ablegen. Und einfach mal spüren, wie sich die Bauchdecke hebt und wieder senkt. Kleine Atemübungen kannst du wunderbar in deinen Alltag einbauen. Die kann man auch im Sitzen machen. Das muss auch nicht lang sein, es reicht auch schon eine Minute, zwei Minuten. Einfach mal in die bewusste Atmung gehen. Sich so wieder selber zurückholen. Gerade wenn man eine angespannte Situation hat, dann helfen diese kleinen Meditationen. Einen tiefen Atemzug, ganz bewusst. Und beim Ausatmen jeden
Ballast einfach wegschleudern, wegatmen, fallen lassen. Dann beginnst du langsam die Hände und die Füße zu bewegen. Kleine Bewegungen. Dann werden die Bewegungen immer größer. Du kannst gerne auch die Knie von links nach rechts bewegen. Gähnen, dir über das Gesicht streichen, wie wenn du gerade aufstehst. Dann noch einmal hier lang strecken. Dann kommst du über die rechte Seite nach oben zum Sitz. Genau. Und du atmest ein und ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Ein letztes Mal einatmen. Die Daumen halten jetzt an der Stirn an. Gehen zum Herzen. Den Kopf sinken lassen. Und eine Verneigung vor dir selber. Dann bedanke ich mich bei dir, freue mich, dass du mitgemacht hast und wir sehen uns das nächste Mal. Namaste.